Alles fing an mit einem riesigen TNT-Feld. Hallo, Hallöchen und willkommen zum ersten richtigen Video. Diesmal mit richtigem Sound. Und es ging weiter mit einem Let's Play von momentan meinem meistgespielten Spiel auf diesem Kanal. Und zwar ist es Minecraft. Und damit fing das Let's Play Minecraft, die erste Season, an. Und das war schon ein echter Reinfall, der Anfang, ja. Hallo und herzlich willkommen zur eigentlichen zweiten Aufnahme von Let's Play Minecraft. Und ja, dann ging es eigentlich los, dass ich mich so ein bisschen an bei anderen Let's Playern noch mehr zugeschaut habe. Also vorher, als ich das Let's Play Minecraft angefangen hatte, hatte ich vorher eigentlich nur Gronkh gesehen. Und das war natürlich nicht wahrscheinlich nur meins, sondern auch das Vorbild von vielen weiteren jungen Menschen da draußen, die sich da gedacht haben, boah, Alter, was ist das für ein geiler Typ, das will ich auch gerne machen. Und damit war ich wahrscheinlich nicht alleine. In dem Alter mit 13, 14, das ist war das Alter, wo ich angefangen habe, und seitdem sind jetzt viele Jahre vergangen. Fast 2,5 Jahre sind es, glaube ich, schon. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das Let's Play Minecraft angefangen habe, habe ich das erste Mal Pizmeat geschaut. Und zwar war das die Adventure Map Dungeon Runner von denen, die erste Folge. Die fand ich so geil, dass ich mir tatsächlich gedacht habe, Alter, Adventure Maps musst du auch mal machen. Und dann hatte ich mich da mit, ich glaube, Leon rangesetzt. Das ist schon so lange her, dass ich mich da gar nicht mehr dran erinnern kann. Hatte ich mich da mit Leon rangesetzt, kann man ja auch nochmal sich angucken. Auf der Epic Jump Map, 1.1, wie man sieht. Und die Regeln haben wir uns gerade durchgelesen. Und worauf wir achten sollen, sind ja. Und das waren echt noch Zeiten. Und dann sind meine Schulfreunde, also meine Schulkameraden, einer von denen ist ganz zufällig auf diesen Kanal aufmerksam geworden. Ich weiß nicht ganz genau wie, und hatte mich dann in der Schule angesprochen, also es war einer aus meiner Klasse. Und der hat dann eben auch Minecraft gespielt wie ein Verrückter. Und wenn ich jetzt den Namen sage, und zwar war das Bartosch. Ja, das waren noch Zeiten. Und er hatte mich dann halt eben gefragt, ob ich vielleicht Bock hätte, mit ihm zusammen mal was aufzunehmen, weil ihm hat das eben genauso viel Spaß gemacht, Minecraft, wie mir. Und deswegen haben wir dann einfach mal ein Together-Projekt angefangen, was ich fand auch nach sehr kurzer Zeit ziemlich gut angekommen ist, was mir aber leider nicht so viele Abonnenten eingebracht hat, wie ich es mir erhofft hatte. Ich muss ganz ehrlich zugeben, insgesamt, mein ganzer YouTube-Channel hat ja eine, ich will es schon sagen, eine lange Geschichte. In dieser Geschichte kommen sehr viele Rückschläge zusammen. Und gerade auch Enttäuschungen, die ich aber heute gar nicht mehr verspüre. Weil ich finde, es ist eigentlich, ich muss ehrlich sagen, so wie es momentan läuft, gefällt es mir besser, als es vielleicht gelaufen wäre, wenn es so gelaufen wäre, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ja, ich weiß, sehr gute Erklärung und alles mögliche. Aber, wir hatten dann das Together-Projekt angefangen, was ich ja nochmal ganz kurz hier zeigen werde. Hallo und willkommen zur ersten Aufnahme Let's Play Together Minecraft mit dem Dark Miner alias Bartosch. Ja, eigentlich wollten und wir dann kam es dann doch ganz, ganz langsam dann dazu, dass dass es dann doch einige Leute angesprochen hatte, und wir gingen auf die 20 Abonnenten zu, ja, und dazu hatte ich auch ein ziemlich krasses 20 Abonnenten Special gemacht, Alter, richtig krass, Alter, und so wisst ihr Bescheid. Und was ich noch vergessen habe, was ich gerade sehe, war nämlich noch Skyblock. Das hatte ich ja auch noch angefangen. Wo ich das erste Mal so eine Art Intro hatte, möchte ich jetzt mal sagen. Es war eine Art Intro. Weil du gar nicht alles kannst. Ich brauche hier mal kurz rum. Wir brauchen ja erstmal.
Hallo und willkommen zu einem kleinen Präsentiert mit E. Da kann man mal sehen, was man mit 13, 14 noch alles falsch gemacht hat. Da war Rechtschreibung noch nicht so wichtig. Ja, und mit den 20 Abos ging es dann ins nächste Zwischendurchprojekt, will ich das jetzt einfach mal nennen. Und zwar war das Uber Strike, sagen manche Uber Strike, Aber Strike, alles mögliche. Ich habe es, glaube ich, Aber Strike genannt, weil ich so einfach am geilsten fand. Und das war auch ein Projekt, was auch ziemlich gut ankam. Ich glaube, das erste Video hat jetzt auch fast 200 Aufrufe. Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute mal Aber Strike. Das ist ein Spiel, was ihr euch für Mac holen könnt. Oder auch für, auf Facebook gibt's das. Aber muss ich mir mal vorstellen, ich freue mich über 200 Aufrufe. Andere Let's Play, die freuen sich über 7 Milliarden Aufrufe oder so. Aber finde ich vollkommen okay. Zu was anderem komme ich nachher noch, was mich geschockt hat, aber jetzt nicht im Sinne von schlecht, sondern im Sinne von richtig geil, erzähle ich am Ende nochmal. Und als ich dann gesehen habe, dass wir so an die 49, dann irgendwie an die 49 Abonnenten dann hatten, das ist dann so, das war erst später, ne? Ich bin komplett, die kann man wieder sehen, von mir. Aber da auf jeden Fall ging es dann ganz langsam auf die Gamescom zu. Gamescom 2013 müsste es gewesen sein. Ja, Gamescom 2013. Und wir hatten tatsächlich kurzfristig uns entschieden, da eventuell hinzufahren. Aber daraus wurde ja dann leider nichts, weil dann doch alle keine Zeit hatten. Ja, und das hat uns alle so ein bisschen auseinandergepflückt. Weil es war halt eben ein bisschen kacke und dann ging auch die Zeit los, wo dann Sommerferien ja waren. Und dann war ja Schulwechsel alles mögliche. Ich bin ja dann nach von Langhagen in eine Schule nach Hannover gewechselt, weil ich Sportunternehmer gegangen bin, also wie Leon. Dadurch habe ich keinen Kontakt mehr zu alten Freunden, wie zum Beispiel Bartosch oder so. Und habe ich keinen Kontakt mehr zu schon seit fast einem Jahr nicht mehr, genau ein Jahr jetzt. Weil sind ja jetzt ja auch wieder Ferien. Ich nehme das jetzt hier gerade so ein bisschen im Voraus auf, weil ich glaube nicht, dass so viel noch passieren wird, bis wir die 100 knacken. Denn das geht momentan ziemlich schnell, dazu komme ich auch nachher. Aber trotz alledem, die Gamescom war dann nicht so ein Rückschlag, wie ich es mir dann gedacht hatte. Ich habe gedacht, richtig kacke. Aber dann kam eine neue gute Nachricht, und zwar war das Internet. Was jetzt auch noch knapp 4 Monate jetzt noch so anhält. Da habe ich erstmal geschrieben: Boss, unser Schild hält nicht mehr lange Clash of Clans. Jawohl. Und zwar war das dann die 100.000er Leitung Internet, ja. Die 100.000er Leitung. Und damit war eigentlich alles scheißegal. Hauptsache hochladen ohne Ende. Ja. Weil dann ging es echt. Ein Video nach dem anderen ist dann hochgegangen und es gab Wochen, da habe ich 20 Videos hochgeladen, weil ihr wisst ja, ich kann nicht aufnehmen und gleichzeitig hochladen, wegen momentan auch meiner Internetsperre, die ich habe. Und zur Feier von diesem Internet habe ich dann die zweite Season von Minecraft angefangen. Das ist ja jetzt unter dem Namen Galactic Craft momentan auf meinem Kanal, was auch eigentlich relativ gut ankommt. Hallo und willkommen wieder zurück bei Minecraft. Ja, dies hier ist der Anfang der zweiten Staffel von Let's Play Minecraft. Wir haben dann auch noch das erste Mal einen Livestream auf Twitch gemacht. Ja, der war gar nicht besucht. Der war total schlecht besucht. Da waren vielleicht zwischendurch mal 3 Leute oder so da und die waren auch gleich wieder weg. Geht mir momentan genauso. Da habe ich auch nochmal einen Ausschnitt aus einem Livestream rausgesucht, wo ich das alles nochmal mir durch den Kopf habe gehen lassen und nochmal mich darüber aufgeregt habe. Ja, das kommt irgendwann anders nochmal. Und Livestreams machen wir immer noch. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken auf Twitch. Ist alles unten drin. Aber ab jetzt, seitdem ab der 100.000 Leitung, fing es an, mir noch mehr Spaß zu machen, Videos zu machen. Erstens, weil es auch schnell mit dem Hochladen ging und ich einfach so die Chance jetzt gesehen habe, dass eventuell besser Videos kommen können und dass durch dieses besser Videos kommen dann auch mehr an Sachen kommen. Ja,
Und das dann halt eben mehr dann zu gucken, ja. Und dann hat natürlich auch Freelancer langsam angefangen, was ich muss ehrlich sagen, das war das Let's Play, das ist mein Lieblings-Let's Play, ja. Ich guck mir das manchmal immer zwischendurch nochmal an, weil ich einfach, Freelancer ist einfach the game of the year, of the year 1000. Also ich finde wirklich, das ist das geilste Spiel, was ich jemals gespielt habe, neben Minecraft. Und könnt ihr euch gerne mal angucken, ich habe hier nochmal einen kurzen Ausschnitt. Die erste Folge konnte ich jetzt leider nicht machen. Erstens, weil ich da ersten Minuten stumm war und zweitens, weil ich es irgendwie wegen Gamergründen nicht runterladen kann. Aber hier seht ihr nochmal einen Ausschnitt von der sechsten Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Freelancer. Ja, und auch da hat man noch so ein bisschen gehört, ja, dass das dann die Qualität des Mikros noch richtig im Arsch war und alles mögliche. Und ich muss ehrlich sagen, dass wirklich ab dem Freelancer ist langsam echt, Sachen wurden beliebter, mehr Aufrufe, alles mögliche. Und dann habe ich auch dann so langsam mich an ein Intro angesetzt. Und meiner Meinung nach denke ich, dass ich ab dem Zeitpunkt, ab dem ich 100.000er Leitung hatte und es mir noch mehr Spaß gemacht hat, einfach ein bisschen professioneller geworden bin. Was man insgesamt auch an dem Ticket-Let's Play sehen kann, was auch momentan wieder sehr gut ankommt. Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zocken wir heute Ticket. Wir werden mit Leon. Das und Projekt ist mein Lieblingsprojekt nach Freelancer. Weil Leon. Ticket ist einfach, das ist eine Klasse für sich. Ja, das kann man nicht, das ist einfach so, das muss man mögen. Und das war schon, das kam richtig gut an. Und dann, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber dann kam Arma 3 jetzt vor zwei Monaten oder so circa. Arma 3 Sandbox und Arma 3 Altes Life. Hallöchen, Freunde! Und willkommen zu einer ganz kleinen Runde Arma 3. Spielmodus heißt jetzt hier Sandbox, wie das hier bezeichnet. Ganz genau sagen. Hallo Leute und willkommen hier zurück bei Arma 3 und heute spielen wir aber nicht Sandbox, sondern Altes Life. Und ich weiß nicht, ob es das war, ja? Ich weiß nicht, ob es das war, was ich habe dahinter ein Fragezeichen gesetzt, ob es der Durchbruch eventuell war, weil Arma 3 Sandbox Modus und Arma 3 Altes Life haben mir jetzt schon knapp 15 Abonnenten eingebracht, will ich jetzt mal sagen. Also genau als ich das hochgeladen habe, sind die nach oben geschnellt, die Abonnentenzahlen. Und ich kann mir das eigentlich vorstellen, dass es eventuell tatsächlich der Durchbruch war. Also momentan läuft es echt gut. Ich pro Woche mache ich 3-4 Abonnenten gut. Und das momentan läuft es echt gut, ja. Also ich habe jetzt in den letzten 30 Tagen, also diese letzten 30 Tage, die beziehen sich auch noch auf auf alte, ältere Zeiten, aber jetzt in den letzten 30 Tagen stehen 7 Abonnenten plus drin. Und das finde ich schon nicht schlecht, ja. Also ich, für mich selber, ich habe ja gesagt, ja, jetzt kommt erstmal Sammy an mit der Sprachnachricht, gut. Und zwar, ich glaube echt, dass das so ein bisschen den Durchbruch gebracht hat und jetzt steigt es tatsächlich und es freut mich einfach, dass es jetzt einfach so kontinuierlich steigt, weißt du, wenn man jetzt gesehen hat, von den 0 bis auf die 50 habe ich fast 2 Jahre gebraucht und jetzt von den 50 auf fast die 100, das ist nicht mal ein halbes Jahr jetzt, ja. Also das ging echt schnell und es ist mir echt ein Rätsel, wie das gehen kann. Also ich glaube echt, dass Arma 3 da so ein bisschen echt was mitgeholfen hat. Und ja, das war jetzt so mein Rückblick auf die ersten Videos bis zu den heutigen Videos. Ich finde, es hat echt eine große Entwicklung durchgemacht, ja, von dem ersten Video und zu jetzt Arma 3 Altes Life, beziehungsweise Watch Dogs läuft ja auch noch und jetzt habe ich auch noch Let's Plays für zwischendurch, ist ja jetzt auch noch mit dabei, alles mögliche. Und ja, und weil ihr so eine richtig geile Community seid, wie ich finde, ich kriege sehr gute Kommentare, sehr gutes Feedback zurück und ich wurde sogar auch schon von einem, wie heißt er, oh Gott, tut mir leid, wenn ich den Namen jetzt, oh Gott, ich tut mir jetzt echt leid, dass ich mir den Namen jetzt gerade nicht merken kann. German, irgendwas, echt tut mir leid, er hatte mich angeschrieben, ob
wir, also die alte Live-Truppe, eventuell Bock hätten, bei ihm auf dem Server mal vorbeizugucken und bei einem Event mitzumachen. Also ich wurde auch schon von Leuten auf Server eingeladen, wir wurden schon von Leuten auf Server eingeladen, um da mal ein bisschen zu spielen und es zu zeigen und aufzunehmen und hochzuladen. Und das hätte ihn bestimmt riesig gefreut, dass auch hochgeladen worden wäre und alles mögliche. Aber das Blöde ist, dass YouTube mal wieder richtig Scheiße gebaut hat und mir diese Nachricht erst jetzt vor ein paar Tagen angezeigt hat, ja. Also das hat mir, glaube ich, gestern irgendwie angezeigt gehabt. Und da war halt eben das Event schon zu Ende. Und das kriegt mich halt eben mega auf, wenn sowas ist. Und YouTube, du bist einfach, und was diese Sachen betrifft, Scheiße. Ja, du bist Scheiße. So, ja. Aber genau deswegen möchte ich gerne etwas verlosen für euch. Und zwar sind das diese beiden Karten hier. Zwei 20-Euro Steam-Karten, ja. Eine werde ich verlosen mit diesem Video, indem ihr einfach unten drunter schreibt, das hatte ich letztes Mal, ich hatte nämlich schon mal das 100 Abonnenten Special aufgenommen, aber diese Version gefällt mir eindeutig besser. Und schreibt ihr mir einfach unten drunter mit dem Hashtag, ich möchte diese Karte, schreibt ihr mir unten drunter, warum ihr diese Karte gerne haben wollt. Ja. Und vielleicht auch, welches Spiel ihr euch damit kaufen wollt. Und dann entscheide ich mich entweder random oder halt eben nach dem, was ihr da geschrieben habt, wem ich die Karte gebe. Und es wird noch einen Livestream geben, und zwar auf dem Server von dieser netten Person hier. Ja, den werden wir dann an irgendeinem bestimmten Datum, was ich noch sagen werde, unsicher machen. Und da werde ich auf dem Livestream noch einmal eine Karte verlosen, ja. Da braucht ihr mir dann aber nur den Hashtag dann in den Chat schreiben, da braucht ihr nicht schreiben, wieso ihr die Karte gerne haben wollt. Und ja, das wäre dann der Plan für diese beiden Steam-Karten. Also ich verlose insgesamt 40 Euro Steam-Karten, ja. 2x20, einmal unter dem Video und einmal im Livestream. Im Livestream-Datum werde ich noch Bescheid geben, werde bekannt geben, nicht Bescheid geben, bekannt geben, so, zack, zack, zack. Und dann würde ich jetzt auch sagen, war's das von diesem Video. Ich bedanke mich nochmal bei euch für geiles Feedback, geile Abonnenten und ja, schön weiter gucken. Teilt auch gerne mal die Videos auf Facebook oder ähnliches. Schreibt fleißig Kommentare. Und vielleicht habe ich ja auch schon mal auf eurem Kanal kurz vorbeigeschaut und mal guckt, was ihr so macht. Ich gucke gerne auch bei meinen Abonnenten mal vorbei, was die so machen. Ich habe tatsächlich auch 5-6 Leute selber abonniert von meinen Abonnenten, weil die halt auch richtig gute Videos machen. Finde ich echt klasse. Also auch alle, die mich abonniert haben, macht weiter so. Vielleicht kommt ihr auch mal ganz groß raus, wahrscheinlich so wie ich. Ich werde wahrscheinlich so klein bleiben, was weiß ich, maximal 500 Abonnenten oder so. Und ja, ich habe sogar eine Challenge mit einem Freund am Laufen, wenn ich dieses Jahr noch die, was hab ich gesagt, 200 Abonnenten knacke, dann fahre ich zu der SDS oder irgendwie so, hatte ich mir dann überlegt. Ist einfach nur so als Gag und ja. Aber ich habe da was am Laufen, ich wette, ich habe aber diese Wette abgeschlossen, weil ich weiß, dass es nicht eintreffen wird. Und ja. Deswegen sage ich jetzt Tschüss zu euch und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr geile Kunde.